Aufstand der Cowboys. Die Cowboys und Rancher im amerikanischen Westen sehen ihren Lebensstil bedroht. Umweltschützer wollen, dass sie ihre Kühe von den öffentlichen Weiden nehmen. Nicht wenige reagieren mit Militanz und Aggression. Wir berichten heute über den Wilden Westen. Howdy, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie bei Format NZZ. Vor 150 Jahren waren in den USA noch 3/4 aller Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig. Heute sind es gerade noch 3%. Obwohl es nicht mehr viele sind, es gibt sie noch, die Cowboys und Rancher. Die Entwicklung ist an ihnen aber nicht spurlos vorbeigegangen. Das Bild des Wilden Westens hat sich nur auf den ersten Blick nicht verändert. In dieser Gegend brachten die Indianer viele Menschen um. Das stimmt. Im Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wohnte eine Frau, die hieß Rose. Das Haus steht heute nicht mehr. Jedenfalls war diese Rose einmal alleine zu Hause. Und als sie aufblickte, da sah sie plötzlich einen Indianer, der durchs Fenster starrte. Ich weiß nicht, ob es ein freundlicher Indianer war oder ein unfreundlicher. Jedenfalls holte sie ihre Pistole und erschoss ihn. Nachdem sie ihn umgebracht hatte, wusste sie nicht, was sie mit der Leiche anfangen sollte, weil sie auch nicht wusste, wie viele Indianer noch da draußen lauerten. Once upon a time in the West. Es war einmal im Wilden Westen. Der Südwesten New Mexicos war das Stammesgebiet der Apachen, als Mitte letzten Jahrhunderts die ersten weißen Pioniere aus dem Osten eintrafen. The open space under the big sky. Unendlich weites Land unter einem großen Himmel. Für die Pioniere das Land der Hoffnung auf ein neues, freies Leben, das Land der ungehobenen Schätze. ...1860 stieß man hier auf Silbervorkommen. Heute wird vor allem Kupfer abgebaut. Der Silberboom zog Abenteurer aus dem ganzen Land in die Gegend und ließ die Stadt Silver City aus dem Boden schießen. Und dann kamen die Siedler, nahmen sich ein Stück des weiten Landes und begannen mit der Viehzucht. Die McDonalds ließen sich 1880 nieder, zu einer Zeit, in der die Apachen noch nicht ganz ausgerottet oder vertrieben waren. Ich weiß nicht genau, wo sie den Indianer begrub, aber ich weiß, dass sie ihn in einem Viehpferch begrub. Und ich weiß, dass sie so schlau war, nachher Vieh hineinzutreiben und im Kreis herumzujagen, sodass die Indianer keine Spuren von einem frischen Grab finden konnten. Evelyn und Johnny McDonald kennen den Wilden Westen noch aus den Erzählungen ihrer Eltern. Heute wird die Ranch von ihrem Sohn Jerry und dessen Frau Linda geführt. Die Familie ist stolz darauf, seit 3 Generationen auf dem Land zu sein. Von Cowboy-Romantik ist wenig zu spüren. Die Aufzucht von Kälbern und Rindern bedeutet in erster Linie harte Arbeit. Es ist kein lukratives Geschäft und Arbeitskräfte können wir uns nicht leisten. Wenn mein jüngster Sohn im College ist und Fußball spielt, hängt alles an mir und meiner Frau. Hier im Südwesten haben wir viel Land, aber wenig Wasser. Wir müssen Wasser für die Kühe aus dem Boden pumpen. Und weil das Gebiet karg ist, braucht man sehr viel Weideland, ungefähr 60 Acre, um eine Kuh und ihr Kalb zu ernähren. 60 Acre, das sind umgerechnet 240.000 Quadratmeter Weideland. Für eine einzige Kuh und ihr Kalb. Zusätzlich zum Privatland haben die McDonalds deshalb, wie alle Rancher in der Gegend, sogenanntes Public Land gepachtet. Land, das im Besitz des Staates New Mexico oder im Besitz der Vereinigten Staaten von Amerika ist.
Aber auch das reicht nicht, wenn monatelang kein Regen fällt. Wenn wir eine Dürre haben, gibt es kein Gras für das Vieh. Dann fressen sie das Beargras hier. Land, auf dem dieses wächst, gilt als gutes Weideland, weil die Kühe dann auch in der schlimmsten Dürre nicht verhungern. Sie fressen auch die Yuccas in solchen Zeiten. Manchmal springen die Rinder drauf und schmeißen sie um, nur damit sie etwas zu fressen haben. Die McDonalds besitzen 300 Mutterkühe, ein minimaler Bestand, um eine Familie zu ernähren. Was sie trotz aller Schwierigkeiten auf der Ranch hält, ist tiefe Verbundenheit mit dem Land, sind Geschichte und Tradition. Die McDonalds gehören zur Gemeinde der Mormonen, die sich im letzten Jahrhundert im Westen niederließen, um religiöser Verfolgung zu entgehen. Auch ihre 6 Kinder wären gerne zu frommen Viehzüchtern geworden, sahen sich aber gezwungen, das Cowboying und die Ranch zu verlassen, weil es für sie hier kein Auskommen gibt. Als sie hier mit dem Ranchen begannen, als mein Großvater ins Land kam, war es auch hart. Aber man konnte den Lebensunterhalt verdienen und sogar etwas auf die Seite legen. Heute haben wir Mühe, aus dem Verkauf unserer Rinder das Geld für die Pacht des Weidelandes zusammenzubringen. Unsere Söhne träumen davon, einmal irgendwo anders eine Ranch zu kaufen, auf der sie leben und ihre Kinder aufziehen können. Anfang der 50er Jahre gab es eine extreme Dürre und wir hatten zu viel Vieh. 1954 mussten mein Vater, mein Bruder und ich 500 verdammt schöne junge Kälber praktisch verschenken, weil wir sie nirgends mehr weiden konnten. Once upon a time in the West. Als die Cowboys im letzten Jahrhundert die ersten Viehherden ins Land trieben, reichte das Gras bis zum Hals der Pferde. Gras schien in diesem unendlich weiten Land eine unendliche Ressource für unendlich viele Kühe zu sein. In diesem Jahrhundert kam das böse Erwachen, auch für die McCauleys. Im Jahre 1954 schafften sie es nur mit Glück, ihre Ranch im Süden von Silver City zu erhalten. Damals schwor ich, dass ich, wenn wir das überleben, nie mehr so viel Vieh anschaffe, dass ich dann die Kälber verschenken muss. Da zogen wir Kälber groß und mussten sie verschleudern, weil kein Gras mehr da war. Wenn man nur so viel Vieh hat, wie das Land Jahr für Jahr erträgt, verdient man nicht viel, aber man bleibt im Geschäft. Man wird nicht reich, aber man hat immer genug, um Bohnen zu kaufen, wenn man nicht groß über die Schnur haut. Man bleibt im Geschäft. Und das war mir besonders in den letzten 50 Jahren die Hauptsache, dass wir hier bleiben können. Die Ranch der McCauleys wird heute von Jimmy McCauley Jr. und dessen Frau Vicky geführt. Sie ist die Präsidentin der Copper Cowbells, einer lokalen Vereinigung von Rancherfrauen, die mit Kochrezepten Imagewerbung für Rindfleisch betreibt. Alte Stiere und Mutterkühe, die nicht mehr regelmäßig Kälber bekommen, werden an der lokalen Viehauktion verkauft. Nur fruchtbare Tiere garantieren, dass im Spätherbst möglichst viele Kälber und Rinder in die riesigen Mästereien im mittleren Westen verkauft werden können. Wer im Beef-Business ist, muss genau rechnen. Die Beefpreise, sagen die McCauleys, werden nur noch scheinbar von Angebot und Nachfrage bestimmt.
Sie werden im Wesentlichen von den vier großen sogenannten Packing Houses diktiert, die das Beef für die Konsumenten in den Metropolen abpacken und vertreiben. Seit dem Freihandelsabkommen NAFTA gibt es außerdem unliebsame Konkurrenz aus dem Ausland. Jimmy und Vicky McCauley setzen ihre Hoffnungen in dieser Situation auf Lean Beef, auf fettarmes Rindfleisch und auf gutes Marketing. Der Stier hat uns $840 gebracht. In ein oder zwei Wochen wird er zu Würsten und Hamburgern verarbeitet. Auf der U-Bar Ranch im Westen von Silver City hat sich vor 8 Jahren die Familie Ogilvie niedergelassen. Heute bewirtschaften die Ogilvies neben ihrem eigenen Land mehr privates und staatliches Pachtland als die alteingesessenen Familienrancher der Gegend. Über 5 Millionen Quadratmeter, eine Fläche so groß wie der zweitgrößte Schweizer Kanton, der Kanton Bern, Land bis hin zum Horizont. David und Tammy Ogilvie stammen beide von Rancherfamilien in Arizona ab. In New Mexico, das im Gegensatz zu Arizona noch dünn besiedelt ist, schienen ihnen die Chancen für die Zukunft am besten. Die Ogilvies haben 2200 Mutterkühe und 200 Stiere. Um die neugeborenen Kälber für das Branding, das Brandmarken, zusammenzutreiben, brauchen die 7 Cowboys, die auf der Ranch arbeiten, rund 2 Monate. In der heutigen Marktsituation, wo so knallhart gerechnet wird, ist es ein Vorteil, eine große Ranch zu besitzen, weil man dann die Kosten besser verteilen kann. Ein kleiner Rancher kann das nicht tun. Die meisten hier müssen ihr Einkommen mit einem Job in den Minen oder in der Stadt aufbessern. Damit sich die männlichen Jungtiere aufs Fressen konzentrieren, wenn sie nach dem Brandmarken wieder auf die Weide kommen, werden sie kastriert. Die frisch geschnittenen Hoden essen die Cowboys. Wie alle Rancher in der Gegend hält David Ogilvie seine Söhne dazu an, täglich die schönsten Stiere zu pflegen und das Cowboy-Handwerk zu lernen. Obwohl er sich alles andere als sicher ist, ob sich die Cowboy-Kultur hier im Westen auf die Dauer halten wird. Als wir nach New Mexico zogen, waren wir überzeugt, dass man hier noch eine Weile ungestört ranchen könne. Wir glaubten, dass sich New Mexico nicht so schnell entwickeln werde. Bis zu einem gewissen Grade stimmt das auch. Aber wie Sie sehen, geht es mit der Entwicklung halt doch schnell vorwärts. Die meisten Leute finden das eine wunderschöne Gegend und ziehen hierher, um in der Einsamkeit zu leben. Dann müssen sie erleben, wie das Land um sie herum verbaut wird. Und je mehr Leute aus der Stadt hierher ziehen, desto mehr Stadt bringen sie hierher. Open Space under the Big Sky. Der Traum vom weiten offenen Land, in dem jeder die Chance hat, ein neues, freies Leben zu beginnen, droht sich selber zu zerstören. Und Silver City boomt derweil wie in den besten Zeiten des Silberrausches. Nur dass sein Silber heute der Mythos von gestern ist. Thank you.
Das Cowboy-Leben war sicherlich nie so romantisch, wie es in den alten Western von John Wayne und Henry Fonda dargestellt wurde. Aber zur harten Arbeit auf kargen Boden kommt heute ein neues Problem. Die Rancher fühlen sich durch den Umweltschutz in ihrer Existenz bedroht. Besonders betroffen sind Rancher, die auf die Pacht von öffentlichem Land angewiesen sind. Die Regierung Clinton hat in den vergangenen Jahren nämlich laufend die Auflagen für Pachtverträge verschärft, mit dem Hinweis auf den Schaden, der durch die Übernutzung des Bodens angerichtet wird. Das Resultat? Eine regierungsfeindliche Stimmung, die bedrohlich an die Rechtsextremen von Oklahoma und Montana erinnert. Das ist Genozid an den Cowboys. Sie haben einen Generalangriff auf die Viehzucht gestartet. Sie wollen uns vertreiben, nicht nur vom öffentlichen Land, sondern auch von unserem Privatland. Aber wenn du deine Kühe auf öffentlichem Land hast, ist es für sie einfacher, einzugreifen und dich zu kontrollieren. Zumindest versuchen sie es. Hugh McKean, Rancher und Bezirksrat von Catron County, New Mexico. Catron County, das sind 10.000 Quadratkilometer Wald und Grasland. 70% davon sind nationales Eigentum, sogenanntes Public Land. Wer seine Kühe darauf weiden will, braucht eine Bewilligung des US Forest Service. Der Forest Service ist für die Pflege zuständig. Er bestimmt, wie viele Kühe auf dem Land weiden dürfen. Hugh McKean erhielt vor kurzem den Bescheid, dass er die Hälfte seines Viehs von der Weide nehmen müsse, weil die Natur sonst Schaden nehme. Für ihn eine Schikane, um ihn zu ruinieren. Die Administration des gegenwärtigen Präsidenten hat es sich zum Ziel gesetzt, die Viehzucht auf dem öffentlichen Land abzuschaffen. Dies, obwohl wir seit 100 Jahren hier sind, länger als es den Forest Service überhaupt gibt. Sie missachten unsere traditionellen Weiderechte und versuchen, uns wegzukriegen. Einer der Forest Service-Beamten in Catron County ist Chuck Oliver, ein Townie, wie man hier sagt. Ein Städter, der in New Mexicos größter Stadt Albuquerque aufgewachsen ist und Landwirtschaft studiert hat. Die Clinton-Administration hat seiner Meinung nach tatsächlich ein Ohr für grüne Anliegen. Die Tatsache, dass der Forest Service beim Erteilen von Weidebewilligungen heute strenger ist und genauer hinschaut als früher, führt Chuck Oliver aber vor allem auf den Druck der Öffentlichkeit zurück. Die öffentliche Meinung hat sich stark verändert. Früher war die Viehzucht auf öffentlichem Wald und Grasland eine akzeptierte Praxis. Das fand im Westen statt. Die Metropolen an der Ost- und an der Westküste waren weit weg und die Städte kümmerte nicht, was hier vorging. Jetzt ziehen immer mehr Leute hierher, die sehen, was geschieht. Und die Menschen in den Bevölkerungszentren machen sich Sorgen um die Nationalparks, weil sie sich nur hier noch in die Einsamkeit zurückziehen können. Der Forest Service beobachtet den Zustand des Bodens und der Vegetation. Die Diagnose ist düster. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, um die anstehenden Probleme zu lösen, dann werden wir die oberste Erdschicht verlieren. Dann wird kein Gras mehr wachsen, keine Bäume mehr und keine Büsche. Wir werden dann schlicht die Voraussetzungen für eine gesunde Umwelt verlieren. Wenn die oberste Erdschicht weiter weggewaschen wird, geht die ganze Pflanzenwelt zugrunde. Sometimes we get discouraged as we walk this weary way. Margie McKean, die Frau von Rancher Hugh McKean, sucht in dieser Situation Trost bei den Freien Christen. Die Freien Christen lehnen jeden kirchlichen Überbau ab. Ihnen genügt die Heilige Schrift und die interpretieren sie sehr eigenwillig. Just trust him when you go to him in prayer. Viele falsche Propheten werden ihre Stimme erheben und viele werden sich täuschen lassen. Aber jene, die beten und die Bibel lesen, werden sie nicht täuschen.
Ich denke dabei an das, was jetzt in unserem Land vor sich geht. Zur Zeit, als ich noch ein Junge war, hätte das einen totalen Aufstand gegeben. Niemand hätte sich das bieten lassen. Ihr wäret erstaunt, wie viele Fanatiker es damals gab. Und wisst ihr was? Die standen für ihre Sache ein und machten keine Kompromisse. Und wisst ihr was? Es ist wieder Zeit, für Jesus fanatisch zu werden. Zu den falschen Propheten gehört für die Ranch aus Catron County auch Susan Schock. Seit 8 Jahren ist sie die vollamtliche Präsidentin der Gila Watch, einer Umweltorganisation, die unter anderem von CNN-Boss Ted Turner gesponsert wird. Susan Schock beobachtet die Ufer des Gila Rivers, die Hauptwasserquelle im Südwesten New Mexicos. Wenn sie Schäden findet, die von Kühen verursacht wurden, klagt sie den Forest Service ein, dem sie einen zu nachsichtigen Umgang mit den Ranchern vorwirft. Hier können Sie sehen, dass es entlang des Flusslaufes keine Bäume mehr gibt. Das macht die Ufer sehr anfällig für Überschwemmungen. Die Wassertemperatur wird ohne den Schatten der Bäume so warm, dass dort keine Forellen mehr leben können. Der Grund sind die Kühe, die jedes Jahr das ganze Gras und die jungen Baumtriebe abfressen. Wenn dann eine Überschwemmung kommt, gibt es eine unglaubliche Erosion. So verlieren wir Jahr für Jahr Tonnen fruchtbarer Erde. Und das ist ein Gebiet, das die Kühe zertrampelt und bis auf den Grund abgefressen haben. Für Umweltschützerin wie Susan Schock gehören Kühe nicht in den kargen Westen und schon gar nicht auf öffentliches Land. In Catron County sind sich Umweltschützer und Landbevölkerung auch wegen der Holzwirtschaft in die Haare geraten. Das Abholzen der Ponderosa-Pinien zerstöre den Lebensraum einer geschützten Eulenart, protestierten die Umweltschützer. Worauf der Forest Service das Holzschlagen einschränkte. Das Sägewerk beim Bezirkshauptort Reserve musste schließen. 30 der 300 Arbeitsplätze in Reserve gingen damit verloren. Paranoia macht sich breit. Viele sind überzeugt, dass Washington einen verdeckten Krieg gegen den Westen führe. Darum, sagen sie, will der Präsident uns auch verbieten, eine Waffe zu tragen, damit er uns, wie Hitler einst die Juden, leichter vernichten kann. In Reserve wurde nach der Schließung des Sägewerks eine Versammlung einberufen, um eine bewaffnete Bürgerwehr zu gründen. Das wird jetzt heruntergespielt. Aus ihren Gefühlen machen die Einwohner aber keinen Hehl. In diesem Land haben wir Menschen, die nicht ans Waffentragen glauben. Sie glauben nicht an die Religion, nicht an das Töten von Tieren oder an das Fällen von Bäumen. They don't believe in cutting trees or anything like that. And most of those type of people are. Und die meisten unter ihnen sind Fanatiker. Sie finden, dass wir nicht so leben sollten, wie wir leben. Und jetzt wollen sie Gesetze durchdrücken, um uns ihre Art zu denken aufzuzwingen. Meine Reaktion darauf ist Scheiß drauf, verstehen Sie? You know, like. Silver City, mit 12.000 Einwohnern die größte Stadt nahe Reserve. Es sind Welten, die im Westen aufeinanderprallen. Mehr und mehr Leute ziehen hierher, deren Lebensstil und Denken den alteingesessenen Ranchern völlig fremd sind. Sie wollen das weite Land als einzigartigen Erholungsraum genutzt wissen. Susan Schocks Freund Mike führt in Silver City einen Shop für Mountainbiker und Wanderer. Susan Schock selber ist wegen der Nähe zur Natur in die Gegend gezogen. Nun will sie Silver City mit ihrer Tochter Kathy aber so bald wie möglich wieder verlassen. Wir wurden zu Hause telefonisch bedroht von Leuten, die sagten, dass sie vorbeikommen und die Scheiße aus mir rausprügeln würden. Wir bekamen Drohbriefe und ein Bild unseres Hauses erschien auf der Titelseite einer lokalen rechtsextremen Rancher-Zeitung. Die Leser wurden aufgefordert, hier ihren Müll abzuladen. Like saying, you know, here's the house, go do something to it.
Daraufhin verfolgte mich ein Mann in einem Pickup, als ich zu meinem Haus lief. Er schimpfte mich eine gottverdammte Hippie-Umweltschutzhexe. Casey war damals alleine im Haus und da bekam ich große Angst. Die Cowboys galten bis anhin als die mythische Verkörperung des amerikanischen Traums von Freiheit und Unabhängigkeit. Doch nun werden sie von der amerikanischen Öffentlichkeit kritisch beobachtet. Die Presse wirft ihnen schlechtes Landmanagement vor. Washington setzt sie unter Druck. Der Regierungsbeamte Chuck Oliver muss die Aggressionen ausbaden, die dieser Konflikt auslöst. Die Familie hat sich 15 Meilen außerhalb von Reserve ein Haus gebaut, um dem feindlichen Klima zu entgehen. Chucks Frau Jeanette unterrichtet die Kinder zu Hause, seit ihre Kinder in der öffentlichen Schule einen Aufsatz darüber schreiben mussten, was der Forest Service den Menschen in der Gegend antue. Chuck Oliver bekommt den Hass noch direkter zu spüren. Es war in Arizona, gleich an der Grenze, nicht weit von hier. Der Forest Service dort drüben hatte einige drastische Schritte unternommen, um das Weiden der Kühe auf öffentlichem Land einzuschränken. Ich ging an eine Versammlung der Rancher. Sie diskutierten, wie das zu verhindern sei. Ich war doch der einzige Beamte vom Forest Service. An der Versammlung nahmen ungefähr 60 Personen teil. Die Emotionen gingen hoch. Die Leute führten hitzige Diskussionen darüber, was der Forest Service ihnen antue. Und weil ich als einziger vom Forest Service anwesend war, schlugen sie mich zusammen. Hugh McKean ist der Einzige in der Gegend, der auf seiner Ranch einen Tennisplatz hat. Er baute ihn nach dem Tod seines Vaters, der Tennis für einen Sport hielt, der nicht zu einem Rancher passt. Die Ranch hat er vom Vater übernommen. Ob er sie halten kann, ist ungewiss, denn das Privatland, das er besitzt, reicht zum Ranchen nicht aus. Hugh und Margie McKean wollen den Entscheid des Forest Service, dass sie ihren Viehbestand auf dem öffentlichen Weideland halbieren müssen, vor Gericht anfechten. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass die Regierung kein Recht hat, ihren Bürgern immer mehr und immer neue Vorschriften zu machen. Look at the bombing in Oklahoma. Denken Sie an die Bombe in Oklahoma. Die Regierung versucht nicht einmal herauszufinden, warum die Leute so drauf sind. Sie sagen sich nicht, wir müssen etwas falsch gemacht haben. Sie sagen, wir müssen unsere Gebäude befestigen, unseren Beamten besseren Schutz gewährleisten und mehr Wachen anstellen. Sie fragen nicht, warum die Leute so aus der Fassung sind. Der Grund ist, dass es zu viel Regierungskontrolle gibt und zu viele Beamte, die in grünen Pickups herumfahren, wie unsere Forest Service-Leute, die praktisch nichts tun, um das Land gesund zu erhalten. Wir sehen das, wir wissen das und das bringt uns aus der Fassung. Er hat recht. Die Leute werden hier so weit getrieben, bis sie zurückschlagen, um ihr Land, ihr Privateigentum und alles, was sie haben, zu verteidigen. Ja, es wird ohne Zweifel in einem Bürgerkrieg enden. Ich sage nicht, dass das hier in Catron County sein wird oder dass ich ihn anfange. Aber die Regierung treibt die Bevölkerung an einen Punkt, an dem es historisch gesehen immer zu einem Bürgerkrieg gekommen ist. Die Regierung macht so lange Druck, bis sich die Leute erheben. Besonders in diesem Land, wo wir mehr Freiheiten hatten als in jedem anderen Land. Die Leute werden es nicht hinnehmen, diese Freiheiten zu verlieren. Ein Hase beißt nicht, aber wenn man ihn in eine Ecke drängt, wird er beißen. Das ist es, was hier passiert.
Wenn Sie mehr erfahren möchten über die Cowboys von heute und andere Amerikaner, die sich dem Einfluss der Politik entziehen wollen, die Oktoberausgabe von NZZ Folio, der Monatszeitschrift der Neuen Zürcher Zeitung, ist ganz diesem Thema gewidmet. Sie erhalten das Heft mit dem Titel Jenseits von Washington für 8 Franken beim Verlag NZZ Folio, Postfach 8021 Zürich oder per Fax unter 01 258 1268. Unsere Rubrik Swissmed berichtet gleich anschließend über eine Schweizerin, die sich den Traum vom Leben im Wilden Westen erfüllt hat. Sie besitzt heute in einem entfernten Winkel von New Mexico eine Ranch. Dies gleich anschließend. So viel für heute, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen bei Format NZZ in einer Woche.